nicht essen. Nein, man muss natürlich sehen, gerade wenn man in den Bergen fit sein will, sollte man nicht zu viel Kilos mit sich rumschleppen und da sollte man schon drauf achten. Ja, so Ernährungstipps, klar, das ist ja jeder auch ein bisschen individuell, was er verträgt, was er nicht verträgt. Man sollte abends schon mal eine ganz gute Portion Nudeln oder Reis essen. Also das machen wir auf jeden Fall immer, ordentlich Kohlenhydrate reinschaufeln und morgens vor dem Rennen nicht zu viel. Man sollte schon gut essen, aber jetzt nicht zu fettige Sachen, nichts, was einem lange im Magen liegt. Ich esse gerne Haferbrei, solche Sachen, die gut verdaulich sind. Vielleicht noch ein paar Nüsse dazu, dass ein bisschen Fett dabei ist, Obst. Und normalerweise sollte man 3 Stunden vor Rennbeginn mit dem Frühstück fertig sein. Also jetzt nicht zu kurzfristig frühstücken. Sonst kann es einfach auch noch wieder hochkommen.